Mahlzeit, meine Damen und Herren. Kaum ist Donald Trump wach, ich war so voller Euphorie, da ist es schon wieder vorbei mit der Herrlichkeit am Aktienmarkt. Wir sehen jetzt der DAX nur noch 0,05% im Plus, 13.243, wir waren schon 0,8% im Plus. Und dann wacht der große blonde Mann mit den schwarzen Schuhen auf, verhängt neue Strafzölle gegen Brasilien und Argentinien auf Stahlimporte und schon ist der DAX fast im Minus, er war schon im Minus, er kämpft jetzt gerade mit der Plus-Minus-Marke, also Donald Trump macht seinem Namen wieder alle Ehre und verunsichert die Märkte mit neuen Strafzöllen, diesmal nicht Richtung China, sondern diesmal runter, diesmal Richtung Brasilien, Argentinien. Dabei hatten wir gute Daten aus China und die haben so ein bisschen übertüncht, dass wir im Handelsstreit auch wieder so ein bisschen einen Zwist hinter den Kulissen haben. Wir wissen, auch hier hat sich Donald Trump eingemischt mit seinen Hongkong-Gesetzen und die stoßen der Volksrepublik sauer auf und das haben sie ihm auch mitgeteilt. Und da sind jetzt auch erste Stimmen aufgekommen, dass die vielleicht so ein bisschen die Handelsstreitigkeiten oder die Verhandlungen im Handelsstreit ins Stocken bringen könnten, weil China überhaupt nicht amused ist, dass Donald Trump sich hier so eingemischt hat. Schauen wir uns die einzelnen Werte an, die sind natürlich jetzt auch ein bisschen unter der Leiden ein wenig. Wir haben die Lufthansa hier oben und dann gucken wir mal da drauf und dann sehen wir, das Plus war auch schon deutlich größer, 1,87% haben wir es gesehen, fast 1% kommt die Aktie wieder zurück. Hintergrund ist Qatar Airlines oder Qatar Airways, so rum, will bei der Lufthansa einsteigen. Die haben so ein bisschen durchs Hintertürchen angeklopft, haben gefragt, hör mal, könnt ihr nicht wieder bei uns landen? Und wenn ihr bei uns landet, dann sind wir an allen Fluggesellschaften, die bei uns landen, eben auch beteiligt. Also so ein bisschen durch die Hintertür hat man angeklopft. Man möchte einsteigen bei der Lufthansa, das hat die Aktie heute früh deutlich stärker steigen lassen, aber Donald Trump macht halt alles zunichte. Ähnliches Bild auch bei Siemens, wenn wir da drauf gucken, dann sehen wir, die Aktie ist noch über 1% im Plus, war aber auch schon mehr. Joe Kaeser hat gesagt, Alstom, da war doch mal was, da wollten wir doch die Zugsparten zusammenführen, ist damals gescheitert an EU-Kartellrecht und allem, aber wir haben das noch nicht so ganz aufgegeben. Wir wollen nochmal einen neuen Anlauf wagen wahrscheinlich, also von daher, Siemens hat das Thema noch nicht abgehakt mit der Zugsparte und deswegen auch Fantasie in der Aktie. Deutsche Bank gibt es auch Neuigkeiten, die sind nicht so gut, werden vom Markt aber auch nicht gespielt. Angeblich ermitteln die US-Behörden im Geldwäscheskandal mit der Danske Bank auch gegen die Deutsche Bank. Die soll der Danske Bank geholfen haben, Geld in die USA zu verschieben. Ob da was dran ist oder nicht, wird sich noch zeigen. Jedenfalls sollen laut Insidern Ermittlungen aufgenommen worden sein. Aber wir sehen es auch heute, es belastet die Aktie nicht wirklich. Also muss man erstmal abwarten, ob dabei was rauskommt. Und dann kommen wir zu Wirecard. Hier, ich glaube, die brauchen mal einen Privatdetektiv. Thomas Magnum habe ich heute mitgebracht, deswegen passt das T-Shirt. Wir gucken auf Wirecard, aber ich wollte erstmal hier auf diesen Tweet gucken, nämlich Markus Braun hat wieder gespoilert. Und zwar hat er geschrieben, wir gucken drauf, Black Friday hits new online records on Cyber Monday is expected and Cyber Monday is expected to outperform even that. We in Wirecard expect a very strong Christmas season. Also, das Weihnachtsquartal soll hervorragend laufen für Wirecard und auch Black Friday und Cyber Monday haben Rekorde wahrscheinlich gebracht. Wir gucken mal hier auf die Übersetzung von dem, was er da gepostet hat, der gute Herr Braun. Und wir sehen es hier, der Cyber Monday soll bis zu 9,4 Milliarden US-Dollar Umsatz einen neuen Rekord. Und als der größte und schnellste soll er halt eingegangen sein, der Tag. 9,4 Milliarden am Cyber Monday. Und wir sehen es, der Black Friday hier soll 7,4 Milliarden Dollar gebracht haben. Im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung, hier sehen wir es, von 19%. Amazon haben wir hier auf der Watchlist. Die dürfte natürlich einer der großen Profiteure sein. Müssen wir abwarten, was die vermelden, wie viel die umgesetzt haben. Und natürlich auch Alibaba haben wir ja auch drüber gesprochen. Da läuft es auch gut. Alles prima. Die haben in China ja jetzt auch 2 Tage eingeführt, den Singles Day und auch den Black Friday. Und der Singles Day war schon ein neuer Rekordtag. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass der Black Friday ein Rekord in China war. Also von daher gute Aussichten auch für Alibaba. Wir spielen das Thema mit Amazon auf unserer Watchlist. Und jetzt müssen wir gucken, warum wir einen Privatdetektiv brauchen. Wir gucken nämlich jetzt mal auf den Wirecard-Chart im Tagesverlauf heute. Und wir sehen es, die Nachricht von Markus Braun, der Tweet, hat die Aktie erstmal richtig schön steigen lassen, über 121 Euro. Und jetzt liegen wir im Minus und sind wieder unter diese Grenze von 120 gefallen. Aber auch schon bevor Donald Trump getweetet hat oder seine Strafzelle verhängt hat, ist die Aktie wieder zurückgekommen. Hat so ein bisschen den Eindruck, da hält irgendwie einer den Daumen drauf. Der will nicht, dass die Aktie steigt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Deswegen bin ich ja immer noch vorsichtig bei der Aktie. Aber was Markus Braun natürlich getweetet hat, wird stimmen, es wird eintreffen. Er hat bis jetzt immer Wort gehalten, wenn er gesagt hat, wir haben neue Rekorde oder sonst was. Aber die Frage ist natürlich, ob er damit schon zu viel in die Aktie einpreist. Ob man wirklich so viel
vorwegnehmen muss, weil eine Überraschung bei den Zahlen ist dann kaum noch möglich. Und auf der anderen Seite setzen die Anleger die Messlatte natürlich hoch. Und dann kann Wirecard das Problem haben, dass sie eben dann für die hohen Erwartungen doch nicht schnell genug wachsen und die Zahlen dann eher als eine kleine Enttäuschung aufgenommen werden. Vielleicht sollte Herr Braun mal ein bisschen ruhiger werden oder tatsächlich mit einer Prognoseerhöhung um die Ecke kommen, weil das würde natürlich, wenn dieses Weihnachtsquartal so stark ist, dann vielleicht die Aktie dann doch nochmal nach oben schieben. Aber trotzdem, ich bin irgendwie ein bisschen skeptisch aktuell. Irgendwie, warum dann immer Wirecard? Jetzt sind wir wieder unter 120 Euro, bei 118, 17,50. Da muss man jetzt echt mal so ein bisschen aufpassen. Gucken wir noch auf die Tops und Flops im DAX und wir sehen, Heidelberg Zement weiter vorne, Siemens, BASF, Volkswagen und die Deutsche Post. Lufthansa ist mittlerweile rausgefallen. Und hier unten haben wir RWE, MTU, Continental, Deutsche Börse und Linde. Also die Anleger haben heute eigentlich ein bisschen mehr Risiko ins Depot gepackt und werden dann jetzt von Donald Trump so ein bisschen kalt erwischt. Wir sehen es, RWE, die Aktie ist ja auf Jahresfrist sehr gut gelaufen. Heute 3,71% im Minus. Also da wollen auch vielleicht viele oder vielleicht auch einige Große jetzt ihre Gewinne noch sichern, damit die auch am Ende des Jahres sagen können, wir haben eine gute Performance gemacht. Deswegen RWE, MTU ist seit der DAX-Aufnahme zuletzt ist die Aktie auch gut gelaufen. Wir sehen es auch hier, sie war im Plus, jetzt im Minus, Continental auch im Plus, Trump kommt im Minus, gleiches Spielchen bei der Deutschen Börse und das gleiche Spielchen auch bei Linde. Vom Plus geht es runter im Minus. Also Donald Trump hat seinem Namen als Aktienmarktschreck mal wieder alle Ehre gemacht, wollte ich sagen. Gucken wir weiter. Und gucken auf Morphosis, da gibt es heute auch Neuigkeiten, die Aktien noch im Plus, wir sehen es hier. Und von daher müssen wir einfach mal gucken, es gibt Neuigkeiten zu dem Hoffnungsträger, zu dem Medikament. Verzeihen Sie mir, dass ich den Namen nicht aussprechen kann, es fängt mit T an, es ist der Hoffnungsträger und er soll Mitte 2020 auf den Markt kommen, hat Morphosis vermeldet. Wir sehen es, es wird positiv aufgenommen, aber es ist auch schon viel davon ein bisschen eingepreist. Also von daher müssen wir mal abwarten, wie es da weitergeht. Wo es aber wie am Schnürchen läuft, meine Damen und Herren, das ist natürlich Varta. Wir gucken auf die Aktie von Varta und sehen hier seit dem Börsengang, ja, ging so ein Jährchen, ging seitwärts und dann hat der Hype so richtig eingesetzt und es ging weiter nach oben, nach oben, nach oben und auch heute die Aktie wieder auf einen neuen Rekordhoch. Und von daher muss ich sagen, man muss jetzt ein bisschen vorsichtig werden. Ja? Auf der einen Seite ist es natürlich schön, ist es ein neues Kaufsignal heute, die Aktie marschiert, marschiert, marschiert. Aber ich würde der Aktie jetzt nicht hinterherlaufen. Wir haben es hier gesehen, Rücksetzer in der Vergangenheit, die waren immer Einstiegsgelegenheiten. Und so würde ich nach dieser Kerze, die wir jetzt hier nach oben sehen, auch verfahren. Ich würde jetzt nicht noch auf den Zug aufspringen. Wenn wir uns nämlich mal die Bewertung angucken auf der nächsten Tafel, dann sehen wir auch hier, dass wir hier mittlerweile mit einem gerechneten KGV von fast 100, 2019, er halbiert sich zwar wieder, aber 48 ist auch immer noch eine Hausnummer. Wir haben eine ziemlich hohe Bewertung, die ist gerechtfertigt, muss man auch sagen. Man kann jetzt nicht sagen, ja, 10 ist ein Schnäppchen und da steige ich ein. Natürlich ist der KGV hoch, aber er ist auch gerechtfertigt, weil wir ein hohes Wachstumspotenzial bei Varta sehen. Und alle Seiten betonen das auch wieder. Auch der Vorstand hat zuletzt mal wieder gesagt, wir sehen kein Ende des Wachstums. Natürlich ist noch die Fantasie drin, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, mit der Batterie in den AirPods von Apple, dass da jetzt auch noch was kommt und Apple ja auch noch nachbestellt hat. Also es läuft wirklich rund, von daher KGV hoch, aber man muss jetzt ein bisschen auf die Bremse drücken. Wenn Sie jetzt erst auf die Aktie aufmerksam geworden sind, bitte nicht aufspringen. Warten Sie auf den Rücksetzer, gucken Sie sich ein Ziel aus, vielleicht kommt sie ja noch mal ein Stück weit zurück und dann können Sie da einsteigen. Ähnliches, ich habe ja Varta nicht auf der Watchliste, aber ähnliches gilt eben auch für Eckert und Ziegler. Und da sehen wir, auch hier haben wir ein neues Rekordhoch, auch die Aktie heute wieder im Trend. Wir waren ja hier auf dem Rücksetzer eingestiegen, haben das ein bisschen mitgemacht und jetzt ist die Aktie oben auch wieder raus und hier gilt eben auch Ähnliches. Die Bewertung ist auch schon ein bisschen ambitioniert und man sollte jetzt auch nicht dieser Aktie hinterherlaufen. Es gibt immer wieder Aktien, wo sich Chancen ergeben. Wir gucken hier täglich drauf und ich sage auch immer mal, wenn ich einen Wert auf die Watchlist nehme oder so, wo die Chancen sind. Also ich würde Ihnen jetzt raten, auch hier, wenn Sie erst auf die Aktie jetzt aufmerksam werden durch die Sendung, springen Sie nicht drauf und denken, juhu, 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 es geht so weiter, sondern auch hier gilt, Rücksetzer sind Kaufgelegenheiten und wir sind jetzt über 200 Euro. Und da muss man sagen, das ist ja auch eine psychologische Marke. Charttechnisch haben wir ein neues Allzeithoch, eigentlich im Grunde genommen natürlich ein neues Kaufsignal. Aber wir müssen jetzt auch erstmal gucken, wie die Anleger damit umgehen, dass die Aktie wirklich über 200 Euro gegangen ist. Also ist so eine psychologische Marke, wo man sagen muss, da muss man jetzt auch mal warten. Vielleicht prallt sie da kurz ab, taucht doch mal runter und dann kommt die Gelegenheit. Aber auf jeden Fall jetzt auch noch nicht so sofort draufspringen. Dann gucken wir noch auf unsere Watchlist und dann sehen wir auch hier, die Wasserstoffwerte sind heute ein bisschen im Minus. Heute habe ich einen Assistenten. Markus, wenn du mal kurz auf die Pfeiltasten drückst, gehen wir ein bisschen runter und gucken ein bisschen drüber und sehen hier, ServiceNow läuft einfach immer noch gut, immer noch hin. BioNTech ist mittlerweile auch schon 16% im Plus. Unser
Biotech-Wert, den wir hier aufgenommen haben. Es läuft eigentlich ganz rund, wenn wir sehen, auch heute sind zwar ein paar schmerzliche Aktien dabei, aber solange hier hinten nichts Rotes ist, ne, da sehen wir, ist alles grün. Und von daher kann man da auch mit zufrieden sein. Da muss man heute auch mal ein paar Rücksetzer abwarten. ThyssenKrupp fängt sich auch wieder so ein bisschen. Ne? Die Aktie war auch stark unter Druck nach den Zahlen, aber ich würde da auch noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Ich glaube, jetzt kommt irgendwann wieder neue Fantasie auf. Und das Gleiche gilt natürlich bei Borussia Dortmund. 2:1 bei Hertha BSC Berlin gewonnen. Überzeugt hat mich die Mannschaft nicht mit ihrer Leistung. Die haben gerade mal 20 Minuten, glaube ich, guten Fußball gespielt und danach war Hertha am Drücker. Aber trotzdem, man hat gewonnen und was natürlich noch mit ins Konto schlägt, die Bayern haben zu Hause gegen Leverkusen verloren. Also von daher, der Abstand zu den Bayern wieder kleiner geworden. Die Meisterschaftshoffnung lebt und ich habe es ja auch hier gesagt, im Grunde genommen kann man mit der Aktie, da wo wir eingestiegen sind, nicht so viel falsch machen. Wenn die verlieren, wäre vielleicht der Trainer geflogen und dann hätte diese Fantasie die Aktie nach oben getrieben oder kriegen sie jetzt den Dreh mit Lucien Favre, dann steigt die Aktie natürlich auch wieder. Wir sehen es heute, 2:1 in Berlin gewonnen, die Bayern haben verloren. Schon sind wir wieder deutlich im Plus und da kann der Trump auch da nichts dran machen, ne? Außer unsere Silberscheine, die machen wirklich richtig Schmerzen und Vosloo und Eldring Klinger und QSC, das sind drei spekulative Werte eher. Da hapert es noch ein bisschen mit der Erholung an solchen Tagen, aber auch Beyond Meat ist wieder ins Plus gedreht. Wir sehen es hier, 1,8%. Wir sind ja da eingestiegen nach diesem starken Absturz durch die Lock-up-Periode, die ausgelaufen ist. Und jetzt müssen wir auch ein bisschen Geduld haben, wenn jetzt dann im Januar, Ende Januar die Zahlen kommen für das Geschäftsquartal und die wieder schwarz sind, also die auch im vierten Quartal einen Gewinn gemacht haben, dann glaube ich, dass der Fokus wieder absolut nur auf den Zahlen liegt. Und wenn die Wachstumsraten sich dann noch dieser Geschwindigkeit, die Beyond Meat vorher gezeigt hat, auch anpassen, dann dürfte die Aktie für mich, also denke ich, dürfte sie auch wieder ein Stück weiter nach oben laufen, dann dürfte auf jeden Fall wieder Fantasie aufkommen. Zurzeit ist es ein bisschen eher ruhig um die Aktie, aber ich glaube, mit den Zahlen wird das auch ganz schnell sich wieder drehen. Das war Mahlzeit für heute. Morgen gibt es ein neues Gewinnspiel. Also morgen nicht verpassen. Seien Sie dabei. Dann gucken wir. Da sage ich Ihnen, was es zu gewinnen gibt. Ab morgen läuft es dann. Und von daher auf jeden Fall heute dann das befolgen, was ich gesagt habe. Und morgen wieder zugucken. Machen Sie es gut. Bis morgen. Tschüss.